zu Let's Play Ark Ragnarok, was wir brauchen. Ist Zement und Chitin. Ich wollte mich gleich auf den Weg machen. Und ich habe auch schon eine Ahnung, ob das herkriege, das Chitin. Wir nehmen uns die mit. Okay. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber einem Stego Level 16, den kann man nicht widerstehen. Der bringt zwar nicht viel. Und auch nur kreativ und Chitin. Aber den haben wir mitgenommen. Ich weiß nicht, was mein Agentarwürste abgebaut hat. Lassen wir uns am Ende überraschen, ne? Wie sieht es denn hier oben aus? Also diese Insekten wären halt super. Und ein Tech-Fahrer, den können wir auch nicht widerstehen. Agentarwürste! Hallo! Genau, und auch da. Das. Uff, uff, uff. Nur die drei getroffen. Nichts anderes. Was ein Level hat. Hässlich, diese Viecher. Wow, 132. Okay. Ach, ist das schön. Sind das der Steg oder Rand? Nein, nein, nein. Komm, den machen wir auch noch. Der greift wenigstens zurück an und läuft nicht weg. Der wäre auch ganz schön, aber ich will keinen. Wir sind zu langsam. Jetzt drei Tiere. Zwei. Wow. Krass. Zwei schon. Zwei kreativ. Rexe und Raptoren. Hier kommt man auch nirgendwo. Zu mal irgendwo hinzufliegen, wo man eigentlich hin möchte. Quanto männlicher Rex 16. 73. Wir lassen die erstmal hier rumlaufen. Und wenn die beiden stark genug sind, werden sie überleben. Hier waren nochmal mehr Raptoren, aber bäh. Tot, tot, tot. Weiter geht's. Ich will zu dem Vulkan. Oh, das ist noch ein Rex. Ich hätte auch gerne einen Rex, ne? 41. Aber wenn schon den schon und reiten kann ich ihn eh erst ab 80 oder so, ab Level 80. Hier will ich hin. Zu dem schwarzen Biom. Dort gibt es nämlich Tiere, die ganz, 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 ganz viel Chitin geben. Es ist nicht ganz ungefährlich hier. Da sind Alos. Es gibt Mikroraptoren, Rexe. Und Raptoren. Mit denen wollen wir uns halt aber gar nicht anlegen. Es gibt einfach alles. Dilos. Spookies. Rockelementar gibt es. Keine schöne Gegend. Also hier war manchmal unser Ferienhaus. Und ich würde mich auch wohler fühlen, wenn ich auf einem Agentarwürste sitzen würde. Ein High-Level-Agentarwürste. Vorzugsweise. Mit tollen Stats. Das wäre großartig. Aber um weiterzukommen, brauchen wir dieses blöde Chitin. Okay, was haben wir denn? Ein Käfer. Ne, ein Vogel. Käfer. Wir wollen einfach null Ausdauer. Was wir jetzt gar nicht brauchen, sind die ganzen Schlangen. Gar nicht, gar nicht. Hier drauf. So. Oh, die kommen hoch? Kommen die hoch? Dich hätte ich nämlich gerne, Mantis. Ja. Perfekt. Das war nur eine 16. Ich brauche ich. Und die andere? Wir kämpfen. Ist die schon tot? Nimm mit! Und hoch, 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 hoch. Perfekt. Das war nämlich 156 Chitin von zwei Mantis. Da kann man einfach nicht meckern.
sonst ewig und 3 Tage für gebraucht. Ich werde noch ein bisschen rumfliegen, töten. Praktisch, wenn man so einen Kampfvogel dabei hat. Und einfach voll geschafft. Wir wollen unser Glück auch nicht herausfordern. Dankeschön. Und ich brauche unbedingt einen Stein, auf den ich landen kann. Lache auf diese Ausdauer. Aber zurück. Wir waren fleißig. Ich glaube, wir haben über 500 Chitin. Und was wir verdient haben. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Raptoren, Raptoren, Raptoren. Und man sieht Raptoren. Aber wir müssen landen. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, was wir uns verdient haben. Aber nur wisst, nur wisst. Das ist ein Bad. Perfekt. Und go. Wir haben jetzt nämlich. Ah. Relaxing und bepront. Weiß nicht, was sie davon haben, aber ich weiß. Sieht cool aus. So entspannt. Schwierig, schwierig, schwierig das Leben mit so einem blöden Dealer. Oh, das bist du? Ach, oh, sind 16. Sind alles so low. Was soll ich mit denen? Lohnt sich gar nicht. Die steige ich ja nicht mal ab. Okay. Jen gegen Ankylo. 77. Oh, tot. 82. Falls Rudel, ne? Oh, die sind ganz schön low. Lustig. Ich helfe aber nicht. Das ist die Natur. Gefressen oder gefressen werden. Magetarbisse, Level 12, Level 6. 25 oder so. Da hinten ist ein Lila drauf. Ich hoffe es noch dort. Wenn die anderen diese Pausen machen müssten. Schaffen wir es wirklich, ehe er weg ist? Sieht es hier relativ sicher aus? Wahrscheinlich steige ich ab, wenn er gleich zerfetzt. Okay. Okay. Wow, hat sich nicht gelohnt. Baupläne. Hier haben wir übrigens da einen Eingang zu einer Höhle. Ich glaube, zu dieser Höhle gibt es mehrere Eingänge. Unter anderem unterm Schloss und im Sumpf. 82. Und ich war da auch schon drin. Es war relativ unspektakulär. Aber wir mussten umdrehen. Und wir sind auch unter dem Schloss eingetaucht. Erfahrt es selbst. Wir sind wieder da. Und waren, glaube ich, erfolgreich. Denn wenn wir. Hier. So. Altmetall wollen wir haben. Ja. Chitin. Elektronik haben wir gefunden. Elementstaub. Kreatin. Ich glaube, das war es auch, ne? Komm, die können wir auch mal ziehen. Öl, stimmt. Öl haben wir auch gefunden. Ja, ich würde sagen, wir waren sehr erfolgreich. Jetzt können wir nämlich das herstellen, was ich herstellen wollte. Oh. Nein, wir müssen erst Zement herstellen. Wir können fast das herstellen, was ich herstellen wollte. Und zwar stellen wir Zement her. Dafür haben wir jetzt endlich. Endlich etwas gefunden. Eins. Zwei. Los, du schaffst das. So. Die haben ja noch gefehlt.
Wir müssen noch Benzin herstellen. Benzin müssen wir herstellen. Ja, perfekt. Und ich bin mittlerweile auch schon Level 52. Finde ich irgendwas Neues, Cooles mit 52? Oh, GPS. GPS ist gut. Das dauert halt, ne? Das kostet halt alles, wenn die ganzen Stromsachen gelernt werden müssen. Und ich möchte unbedingt anfangen mit dem Gewächshaus, weil wir das wirklich unbedingt brauchen, auch mit den Crops. Ich glaube, das setzen wir sonst nicht auf, aber. Und ein Zehnwachs brauche ich noch. Oder beziehungsweise zwei, ein Stein. Dann das Metall. Und einige weibliche Dinos, weil ich auch Eier sammeln muss. Ich glaube, irgendwie gefühlt habe ich nur Männer. Nee, weiblich. Aber ich brauche halt auch ein Männchen dazu. Ich muss nochmal gucken, wie das mit den neuen Kibbeln war. Was ich wie brauche. Aber ich habe ganz, 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 ganz viel Kristall geholt. Habe jetzt Zeug zum Zement machen. Ich glaube, ich kann ein, zwei Wände herstellen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus bisher. Fast. Also es ist ganz schön hässlich, hier passt es nicht gut zusammen. Aber wenn ich das Dach habe, dann ist alles gut. Dann hole ich mir vielleicht noch Dungbeetles. Mal schauen. Aber es wird doch. Ich brauche jetzt noch die Samen, Dünger, mehr Beete und hoffentlich ist jetzt in der Zeit das Metall fertig geworden, damit ich weiter bauen kann. Alles gut bei euch, Jungs? Ja? Ja? Hallo? Hört ihr mal auf damit? Kommt! Aus! Was macht ihr da? Hallo? Jungs? Da ist so ein Mistding. Und Öl. Ach, das ist schön. Die Dinger.
hatte ja noch von den Mantels das Polymer. Und da habe ich mir einfach eine Gillisuit erstellt. Jetzt ist mir zwar noch kalt, aber. Naja. Hier oben wird mein Fein, mein Kibbel. Ort. Hier können wir Kibbel herstellen. Was ich haben möchte, ist der hier. Der sammelt nämlich Eier ein, unbefruchtet, aber da fehlt noch ein bisschen Metall. Ich war vorhin schon mal Metall holen. Das muss aber auch noch einschmelzen. Ja, aber ich war ganz schön lange unterwegs mit dem Ankylo. Ziemlich langweilig, ziemlich lange. Ja, dann laufe ich hier immer rum und sammle ein bisschen die Ausscheidungen der Tiere ein und warte einfach auf das Metall. Da ich für das extra Small Egg Kibbel, Basic Kibbel, ne? Schlagen. Dodos brauche, also Dodo Eier ist fast nicht abgelöst, natürlich, aber die Dodos, die legen so gut, ich habe auch schon meine Dodo-Legebatterie da hinten. Das geht da. Zimpen noch ein und zwei Dodos. Da sind die beiden. Und ich weiß gar nicht, für die nächste Kibbelstufe wäre es, glaube ich, am einfachsten, ein paar weibliche Raptoren zu holen, auch Brüchlo. Oder weibliche Fliegdinos. Das weiß ich noch nicht, vielleicht auch beide danach für die Regular-Kibbel. Was ist denn das Einfachste? Ja, Schildkröten werde ich mir da anschaffen. Männlich und weiblich. Agitabis habe ich ja schon. Moshop. Large Egg Moshop. Ja. Und dann Rexe, Quetzals, Terzino, Flauschi, du warst. Flauschi, wo ist mein Flauschi? Da. Männlich, wir sind immer alle Tiere männlich. Naja, und dann das allerletzte. Das brauche ich noch nicht, aber die anderen, die bräuchte ich als zuverlässigen Eiversorger. Dann macht das Ziel auch mal ein bisschen mehr Spaß. So. Dodo Nummer 1. Hallo. Ja, guck mal, wie viele Dodo-Eier hier rumliegen. 1, 2. Oh, was? Okay. 7. Und ein bisschen Kot für mich. Das finde ich gut aufheben. Perfekt, danke. Ich bringe euch gleich noch einen. Moin, Dodo. Komm her. So. Oh, du machst mich wahnsinnig, Fliege-Dino. Was denn der andere? Da ist er. Fühle gar nicht so schlecht. Ein 184er Dodo, also was man so braucht, ne? Lass mich da, bitte. Warum ist denn das da so aufgelegt? So, ich habe hier was für euch, jemanden. Und dann muss ich die Tiere hier mal wegholen. So. Dina, du kommst her. Und die anderen. Schrecklich. So. Und flipp. Ach, da ist auch noch ein großer Kothaufen. Also mittelgroßer Rast, nicht an diesen mittelgroßen Kothaufen. Nein. Okay, ich darf nicht. Aber an dich darf ich dran. Ich glaube, ich habe es auch. Du kommst drüber. Ich brauche Leder. Habe ich zu wenig Leder? Item. Da. Ja. Oh, wie kann ich machen? Perfekt, perfekt. So, und jetzt du. Wo würde ich denn hin? Ihn hier so hin. Was brauchst du denn als Energie? Oh, okay. Okay.
Gesagt, oh nein, wirklich? Und Schwefel? Aber das andere Mist. Gut, dann Pech. Was brauche ich denn für den nachwachsenden Dünger? Den kann ich schon herstellen. Dann brauche ich noch das. Nicht, dass ich das jetzt schon brauchen würde. Schließt schon mal einige aus. Ich weiß auch nicht, was ich gerade suche. Hier nehmen wir einen Cooking Pot von S Plus. Das kann man auch immer gebrauchen. Und so wie man alles in S Plus gebrauchen kann. Das ist, ich liebe S Plus. Ich kann nur mal erwähnen. Das hier suche ich. Genau. Ja. Meine ganzen Punkte sind weg. Ich habe ihn erwischt. Sie. Cool. Die lief gerade hier vor unserem Haus lang mit ihm. Er ist tot. Die kam von da oben. Nicht ganz ungefährlich, ne? Das Leben hier mit den Dinos. Jetzt nehme ich die noch zu Ende. Dann habe ich auch noch einen weiblichen Raptor. Eine Schütze ist okay. Okay. Dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Typ.